Der Weltmissionssonntag gibt uns die Chance, nicht nur unseren Glauben und Gebet weiterzugeben, sondern auch unsere materiellen Mittel mit den Bedürftigsten zu teilen. Mission heute heißt, die Liebe Gottes weltweit sichtbar werden zu lassen, nicht nur selbst sie zu genießen, sondern auch anderen Menschen zu schenken. Am 24. Oktober feiern wir den Weltmissionssonntag und wir feiern ihn im Rahmen der Heiligen Messe. Das heißt, wir konzentrieren unsere Gebete auf die 1100 Diözesen, die am wenigsten haben und die zum Teil gar nichts haben. Und wir versuchen ihnen eine Grundversorgung zu geben, spirituell wie materiell, also im Gebet wie auch durch unsere Spenden. Und diese Solidarität ist die größte Solidaritätsaktion, die es derzeit in der Welt gibt. Über 1 Milliarde Katholiken spenden an diesem Tag Gebet und finanzielle Mittel für die ärmsten Diözesen der Welt. Ich bitte auch Sie am Weltmissionssonntag, den 24. Oktober, aktiv am Aufbau der Weltkirche mitzuarbeiten. Wir sind in unserer Kirche geborgen, dass möglichst viele andere auch in der Kirche geborgen sind. Das ist das Ziel dieses Weltmissionssonntags.